Moin und hallo, sagt wieder mal eure Tammy Maus. Liebe Grüße aus dem sehr regnerischen und stürmischen Ostfriesland. Ich schwöre, heute Morgen waren meine Haare gestylt. Jetzt ist es nicht mehr ganz so toll, aber scheißegal. Es geht ja nicht um meine Frisur, sondern um das, was wir im Thermomix zaubern. Bevor wir anfangen, ich hatte meine Kamera vorgestellt, die ich vor dieser hatte. Ich habe mich nämlich nochmal umentschieden. Und da haben wir uns geholt die Panasonic Lumix LX7. Mal sehen, wie es damit ist. Ich hoffe, euch gefällt die Qualität und auch die Tonqualität. Ich bin selbst schon gespannt, wenn ich dieses Video nachher bei YouTube hochlade, wie sich das Ganze verhält. So, aber das dazu. Ich möchte heute gerne mit euch machen eine Käsesoße zu Nachos. Die kennt ihr bestimmt aus dem Kino. So oft gehen wir jetzt nicht ins Kino, aber wenn wir ins Kino gehen, dann essen wir Nachos mit Käsesoße. Und heute Abend machen wir einen DVD-Abend und dann habe ich gedacht, Mensch, die könntest du doch bestimmt selbst machen. Hab so ein bisschen gegoogelt und zack, habe ich auch ein paar Rezepte gefunden. Hab so ein bisschen auf die Bewertung geachtet und das, was wir jetzt machen, ist dann dabei rausgekommen. Also auf geht's! Wir beginnen mit Waage an. 50 Gramm Milch, ist etwas mehr, macht aber nichts. 30 Gramm Sahne, dann kommt dazu ein Teelöffel Sambal Oleg oder Ölek, nee, Oleg wird es ausgesprochen. Ich habe hier so ein kleines Gläschen, das ist fast leer. Ich habe noch ein großes im Vorratsraum, denn das brauchen wir echt viel. Davon geben wir jetzt einen gestrichenen Teelöffel in die Masse. Was ich jetzt noch mal kurz sagen möchte, denn ich musste mir einen kleinen Löffel zur Hand nehmen, um in dieses Glas zu kommen. Bei Thermomix-Rezepten ist immer von Teelöffel die Sprache. Von diesen hier. Das sind bei uns aber Kaffeelöffel. In Ostfriesland, denn wir sind ja Teetrinker und bei uns in Ostfriesland sind das Teelöffel. Das ist natürlich ein Höllenunterschied, wie ihr seht. Aber wenn ich Thermomix-Filme mache, denn die sind ja für ganz Deutschland bzw. für die ganze Welt, dann meine ich immer unsere Kaffeelöffel, wenn ich von Teelöffeln rede. Wenn ich nichts mit Thermomix mache, dann sind das unsere Teelöffel. So, los geht's. Ich nehme jetzt unseren Teelöffel, nehme davon zwei Stück, weil sonst komme ich nicht ins Glas. Ich möchte aber am Anfang nicht zu scharf machen. Nachwürzen ist besser. So, jetzt nehmen wir einen Teelöffel, einen gestrichenen Teelöffel Senf. Mal ein bisschen nachhelfen. So. Wohin damit? Dahin. Jetzt stellen wir den Thermomix an. Und zwar 4 Minuten 60 Grad Stufe 3. Und in der Zwischenzeit könnt ihr dann euch ein Paket Scheibletten nehmen. Da sind 250 Gramm in der Packung, das sind so 10 Scheiben. Die habe ich jetzt schon gerade alle einzeln ausgepackt und habe sie in so kleine Stücke gerissen. Und die werden jetzt gleich während dieser Phase, ich gebe mal vorsichtig den Deckel drauf und schalte gleich auf Stufe 2 runter. Das kann ich jetzt eigentlich auch schon machen. 2,5, dann spritzt es nicht ganz so. Wir warten jetzt praktisch, bis die Masse ein bisschen warm ist. Und dann gehen wir in den letzten 2 Minuten, ja, ich sage mal 1,5 Minuten, lassen wir den Thermomix jetzt so laufen, damit die Masse erstmal warm wird. Dann geben wir, während er läuft, durch die Deckelöffnung die Scheibletten in Stücke dazu. Und dann bin ich schon ganz gespannt, wie die Käsesoße schmeckt. Da jetzt nicht viel Flüssigkeit drin ist, zeigt der Thermomix schon 45 Grad an.
Die große Zahl bedeutet immer, also die 60 ist jetzt groß, das bedeutet, zu der Temperatur wollen wir hin. Und über der 60 steht jetzt die 50. Das heißt, 50 Grad warm ist es jetzt. Ich nehme jetzt den Deckel runter und gebe jetzt schon mal langsam den Käse dadurch. Der schmilzt jetzt in der warmen Masse. Und dann haben wir gleich hoffentlich eine super leckere Käsesoße. Jetzt bin ich gespannt. Die Konsistenz ist klasse. Und jetzt bin ich gespannt auf den Geschmack. Ich habe mir hier schon mal ein paar Nachos zur Seite gestellt, aber ich möchte es jetzt erstmal so probieren. Also die Cremigkeit ist der Hammer. Mir fehlt aber noch ein bisschen die Schärfe. Ein bisschen Schärfe darf noch rein. Außerdem ist dann das Glas auch leer. Wie ihr das macht, das entscheidet ihr natürlich für euch, ganz klar. Mein Mann sitzt im Wohnzimmer, der liest die Zeitung, dem bringe ich gleich mal was hin. Ich bin mal gespannt, was der sagt. Pleitenpech und Pannen. Sowas könnte man verwenden für die Outtakes-Videos. Ich lasse es drin, dann habt ihr gleich schon ein Outtake-Video in kurz. Ich bringe mal ein bisschen zu meinem Mann und dann bin ich gleich wieder da. Ich bin ins Wohnzimmer mit dem Tellerchen, mit den Nachos und der Soße und sage zu meinem Mann, probier mal, ich habe was ganz Leckeres gemacht. Er nimmt Nacho, Soße, ab in die Futterluke und das Erste, was er sagt, ist, oh, wie im Kino, tada, dann haben wir alles richtig gemacht. Zum Schluss sagt er allerdings noch, könnte ein bisschen würziger sein. Ich hatte ja am Anfang des Videos schon gesagt, wir gehen mal ganz vorsichtig an die Sache ran. Ich nehme jetzt noch ein bisschen Cayennepfeffer. Was ich noch dazu sagen muss, wir haben da unsere Nachos im Wohnzimmer gegessen. Dann wollte ich weiter filmen, dann war Akku leer. Klar, die Kamera habe ich noch nicht so lange, der Akku war noch nicht wirklich voll. Habe jetzt ein bisschen nachgeladen. So, das stand jetzt, ist abgekühlt und jetzt ist das Ganze ziemlich dickflüssig geworden. Also je kälter es wird, je dickflüssiger wird es. Ich würde also sagen, wenn ihr das Ganze im warmen Zustand essen wollt, dann passt das mit der Milch- und Sahnemenge, weil es dann halt noch schön cremig ist. Wenn es kälter wird, wird es zu fest. Wenn ihr es also kalt essen wollt, dann gebt ihr anstatt 50 Gramm Milch 70 Gramm Milch und ab statt 30 Gramm Sahne einfach 50 Gramm Sahne. Dann habt ihr es ein bisschen flüssiger und dann ist es im kalten Zustand nicht ganz so fest. So, das war das. Also Cayennepfeffer habe ich nochmal dazugegeben. Jetzt rühre ich das Ganze nochmal auf Stufe 3 kurz durch. Gewesen sein. Wenn ich jetzt noch mehr Geschmacksproben mache, dann ist gleich nichts mehr da.
Also man kann schon sehen, es wird jetzt fester. Aber das ist hammermäßig lecker. Probiert es unbedingt aus. Ich zeige euch noch ein Foto, wie es dann gleich aussieht. Und ja, wie gesagt, das war's dann eigentlich. Halt, stopp, bevor ich es vergesse. Nicht abschalten. Lieber Bruno Kunisch, du hast heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch von der Tammy Maus. Alles Gute. Ich finde es immer ganz toll, dass du meine Videos kommentierst. Und ab und zu haben wir auch bei Facebook Kontakt. Ich habe es heute Morgen gesehen. Ich denke, ach du meine Güte, der Bruno hat Geburtstag. Heute machst du ein Video. Dann gratulierst du ihm mal fast persönlich. Ich hoffe, du hast einen Tag, einen schönen Tag und ja, lass deinen Geburtstag schön ausklingen. Das soll es gewesen sein für heute. Macht die Soße unbedingt nach. Ihr könnt zum Beispiel auch, wenn ihr keinen Sambal Oleg zu Hause habt, am Anfang einfach ein, zwei Peperonis zerkleinern und dann wie gewohnt weitermachen. Eigentlich kann man alles zu Würzen nehmen, was man möchte. Hauptsache, man hat Flüssigkeit und den Käse. Und dann gibt man rein, was man möchte. Je nach Geschmack. Ich hatte jetzt Sambal Oleg zu Hause. Nee, Sambal Oleg. Und habe gedacht, das nehme ich. Ich verhaspel mich schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Probiert die Soße unbedingt aus. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße. Daumen hoch wäre natürlich toll. Auch wenn es wieder ein bisschen chaosmäßig heute war. Und ich mich hier vollgekleckert habe. Aber ich denke mal, das gehört zum normalen Leben dazu. Und ihr sollt auch ein bisschen Spaß haben beim Video gucken. Also dann bis zum nächsten Mal. Eure Tammy Maus. Tschüss.